Wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Loot-Chest, die heute ausgepackt wird. Und Leute, irgendwie ist mir warm. Ich weiß nicht genau warum. Ich dachte mir, ey, neues Video, vor allem nur Facecam. Ich muss mich ein bisschen hübsch machen. Deswegen war ich gerade noch duschen. Aber irgendwie, warum schwitzt man nach dem Duschen immer so sehr? Muss ich mich nochmal kalt abduschen nach einer warmen Dusche? Oder muss ich generell kalt duschen? Ich schwitze gerade und die Softboxen tun ihr Übriges dabei dazu. Und ich... Bitte nicht übel nehmen. Ich bin frisch geduscht und sauber und ich stinke nicht. Noch nicht. Wir haben eine neue Loot-Chest bekommen. Heute ausnahmsweise mal auf meinem hier Chefsessel, dem DX Racer, und nicht auf der Couch da hinten, weil ich dachte, ich mache mal das Video so. Das finde ich vielleicht auch nicht zwingend falsch. Was aber falsch ankam, ist die Box. Die kam nämlich so an. Also die kam schon sehr kaputt an irgendwie. Das ist ein bisschen ungeil gewesen. Ich hoffe, dass alle Teile noch drin sind und nicht irgendwie schon rausgenommen worden sind. Ich habe gestern im Stream schon mal ganz kurz reingeschaut. Und zwar habe ich schon gesehen, dass hier irgendwie was von Mass Effect drin ist. Und zwar eine Normandie-Taste. Das ist, glaube ich, also ist kein, das ist einfach ein Verschlussteil, um da Wasser reinzumachen. Hallo? 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 Hört man das? Das ist halt. Wenn man Fahrradfahren geht oder Sport macht, kann man das vielleicht mitnehmen. Sich befüllen mit Wasser oder Energy Drinks natürlich nur. Non-alkoholisch und nicht mit Schuss. Aber das ist hoffentlich kein Schuss in den Ofen, sondern eine ziemlich coole Sache. Ich glaube schon, finde ich ganz geil, auch wenn ich die vielleicht nicht zwingend gebrauchen kann. Aber trotzdem freue ich mich sehr darüber, über diese Normandie-Tasse. Vielleicht kann man da ja was Warmes. Ist das eine Thermo vielleicht auch? Dann kann man da auch Kaffee reinmachen und dann im Stream trinken. Ich weiß es nicht genau. Okay, machen wir weiter. Und zwar habe ich hier... Oh, Deadpool-Armbänder. Geile Sache. Hier kann man das sehen, ja, zwei Deadpool-Armbänder, so ein bisschen Festival-Style, kann man sich dann schön wahrscheinlich hier abmachen einmal, ja, kann man auch, und dann hier wieder befestigen, dann kann ich mir hier so ein bisschen, ich war auf dem Festival, auf dem Deadpool-Festival, und kann man wieder ranmachen und ist, glaube ich, eine ganz geile Sache, die trage ich doch an sich sehr gerne. Kann man sich vielleicht einfach nur aufhängen, so als Dekoration oder so an der Wand, kann ich vielleicht auch machen. Ich bin mal gespannt, was ich daraus zaubern werde, denn ich bin Dom Wittler, der die Räume schön macht. Wir haben auch wieder was zu essen dabei und zwar heißen die Dinger Lava Rocks. Kann ich mal kurz ein bisschen näher halten. Lava Rocks, was die genau machen, ist wahrscheinlich scharf sein oder so. Oh Leute, ja, das ist schon heftig, das Teil. Das sieht schon heftig aus. Ich beiß mal rein, okay? Es ploppt im Mund. Irgendeine Flüssigkeit hier da rauskommt. Aber, das schmeckt voll gut. Das schmeckt sehr fruchtig und süß. Und ich merke gerade, es ist ein Kaugummi. Scheiße! So, hier ist das Kaugummi. Ist das ekelhaft? Nein. Schmeckt auf jeden Fall echt lecker. Das ist echt geil. Davon gibt es, glaube ich, drei Stück. Jetzt halt nur noch zwei. Aber drei Stück im Prinzip da drin. Und hier ist eine Figur. Ich sehe es auch schon. Es ist... Oh! Ich bin halt wie immer ein Vollnoob, was so tolle, coole Serien oder irgendwas angeht. Ah, was ist denn das hier? Irgendwie was Mittelerdemäßiges, ne? Da unten steht irgendwas drauf mit Radagast. Das ist der tolle Radagast. Du bist jetzt Gast in meiner Familie. Ich kenne mich halt, es tut mir so leid, Mittelerde und so Sachen ist einfach nicht mein Metier. Ich kenne mich damit null aus, aber eine sehr coole Sache, ich werde es mir trotzdem hinstellen, so als Typi, der das trotzdem da stehen hat. Ist eine geile Sache, aber ich kann damit halt so jetzt zwingend nichts. Ich weiß es auch nicht, ich muss mal alles nachholen. Herr der Ringe, Harry Potter, Herr der Potter, Harry Ringe. Kommt irgendwann. Irgendwann habe ich alles mal durchgeguckt und dann kann ich mitreden und sagen, boah, ich habe Radagast. Aus Madagaskar. Dann haben wir ein T-Shirt wieder vor Ort. Also, da drin. Badass. Das passt zu mir. Oh, wie geil. Oh, wie cool. Badass Robot. Ich mag, also Bad Robot ist ja glaube ich, eine Produktion oder ein Vertrieb. Das kommt ja öfter mal hinter Serien. Ich glaube, das war sogar bei Lost. Oder bei 24 oder bei irgendeiner Serie, die ich damals gesucht habe, kam das am Ende immer hinten dran. Bad Robot!
Und ich habe jetzt Badass-Robots. Richtig cool. Oh, da freue ich mich wieder mega. Ich mag ja T-Shirts und vor allem auch noch dann sowas hier. Das kann man vielleicht im Stream auch mal gut anziehen. Weil ihr merkt jetzt schon, ich bin schon... Sieht man den Schweißfleck da? Ja, man sieht ihn, glaube ich, ein bisschen, ne? Ich brauche das gleich, Leute. Es ist so warm. Es ist so warm. Und Dankeschön für das Shirt. Badass-Robot. Ich feiere es sehr. Vielen lieben Dank. Woohoo! Dann kommen wir wieder zu einem Buch, und zwar Seventh Sea ist es. Ist das Seventh Sea, der siebte Sinn. Kann es sein? Seventh Sea? Sea heißt siebter Sinn? Bestimmt, oder? Es ist ein... Ach so, nee, das ist ein Schnellstartregel. Es ist ein Spiel. Ein Spiel, der siebte Sinn. Was muss man hier tun, oder? Was muss man hier tun? Drama. Die Zauberer ist was... Was ist denn? Kann ich das... Ach so, sogar mit Stift... Sieht man hier sogar mit einem weißen Stift, also mit einem ganz normalen Bleistift und einer Dingskarte hier, einer komischen Würfelding da. Ist ein Würfel, der würfelt sich, der ist ein anderer Würfel, der ist so ein 8-9-fach Würfel, den man drehen muss wahrscheinlich und dann irgendwas Cooles daraus machen muss. Und dazu gibt es eben noch Game of Thrones Premium Notebook, also quasi eine Art Kalender. Darin kann man sich dann wichtige Sachen aufschreiben. Zum Beispiel kann ich hier reinschreiben, Video muss ich noch machen für den und den Tag. Das kann ich vielleicht sogar verwenden, auch wenn ich nicht der klassische analoge, ich schreibe mir Sachen auf Typ bin. Aber ihr wisst ja selber, Winter is coming, die neue Staffel Game of Thrones läuft gerade an. Deswegen eine richtig geile Sache, auch wenn ich jetzt auch Game of Thrones habe ich auch nie wirklich verfolgt. Ich habe, glaube ich, mal ein paar Folgen gesehen, aber nicht wirklich irgendwie was. Ich weiß, dass Menschen da sterben. Spoiler! Ist es, glaube ich, eine ganz geile Sache. Finde ich richtig geil, auch ich werde damit was anfangen können. Ich schreibe da Sachen rein, vielleicht eure ganzen Namen. Ich schreibe da alle Namen, die jetzt kommentieren. Jeden einzelnen Kommentarschreiber schreibe ich dahin mit Namen, damit ich euch nie wieder vergesse. Eigentlich voll clever von mir, oder? Ich glaube schon. Und ja, genau. Seventh Sea ist quasi einfach nur eine Art Spiel, was man aber nur lesen muss und vielleicht auch ein bisschen würfeln muss. Ist eine Art Erzählspiel. Kann man vielleicht mal wirklich, wenn man mal unterwegs ist oder so, lagerfeuermäßig, Camping oder so, einfach mal mitnehmen und dann abends spielen in einer schönen Runde, glaube ich. Und... Das ist natürlich der Hobbit gewesen, wer es nicht weiß, ist selber schuld, habe ich zumindest gerade irgendwie gesehen, ist glaube ich irgendwie, gibt es da verschiedene Collector-Figuren, ich habe glaube ich einen von Hobbit bekommen oder so, ich weiß es nicht ganz genau, ich bin, was das angeht, immer noch ein Noob, aber ich glaube schon, und eben das Badass-Robot-Shirt von Claptrack ist es, okay, alles klar, hier sieht man es auch, Collector-Dingens von Hobbit, sieht man da unten eventuell. Und ja, da gibt es verschiedene Sachen wahrscheinlich zu finden. Und ja, das soll es schon fast wieder gewesen sein für heute. Wenn ihr auch einen Loot-Chest haben wollt, sehr gerne mal den Link in der Videobeschreibung abchecken. Da gibt es Loot-Chests für euch auch zu kaufen. Jeden Monat eine neue Überraschung da drin. Wieder mal ziemlich geile Sachen, muss ich sagen. Bin ich sehr zufrieden mit. Vor allem über den Stift. Ich brauche immer Stifte. Ich habe so wenig Stifte immer. Deswegen ist Stifte immer ganz geil. Und jetzt gehe ich das zweite Mal duschen heute wahrscheinlich. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Macht's gut. Euer Dom, tschüssi Klopfs und erzählt euren Freunden von mir. Ganz wichtig. Tschüssi.